Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch am Start. Hallo. Ich sehe gerade nicht, wo er sich rumtreibt. Aber er stellt bestimmt wieder irgendwas an. Das wäre typisch. Ich bin in deinem Haus. Oh shit. Oh shit. Glaube ich nicht. Hä? Glaube ich nicht. Alles Lügen. Da ist Sirana, da will ich hin. Ab zu Sirana. Sirana. Ich habe hier noch was für dich. Guck mal, hier, diese herrliche Zuckerstange. Das ist für dich, ja, das ist mein neuestes Weihnachtsangebot. Die gute Pfefferminz-Zuckerstange. Ja. Das ist für dich. Das ist korrekt. Das ist sehr lieb von mir. Das sehe ich natürlich auch so. Das ist ja gar kein Problem. Weil, was gibt es Besseres, als dir jeden Tag Zuckerstangen zu schenken? Nächstes Mal gibt es Bonbons. Kleine, runde Bonbons. Das ist sehr lieb von mir, ich weiß. Ich weiß immer noch, ich bin einfach ein durch und durch lieber Mensch, der gerne anderen Leuten Zuckerstangen schenkt. Das ist ein bisschen creepy manchmal, aber das ist okay. Ich stehe auch ab und zu einfach vorm Kaufland und sag, ey du, willst du was Süßes haben? Und dann gucken die Omas mich immer komisch an. Sagen, hey du, willst du auch was Süßes haben? Und packen ihre Kekse aus. Na, der Mike hat auch Zuckerstangen. Ja. Das heißt, wir bedrängen Sirana gerade mit unseren Zuckerstangen. Das, ja. Würdest du, du kleiner Tricksack, stell dich einfach zwischen mich, damit ich nicht mehr schenken kann. Das ist ja hier. Diese kriminelle Energie, ja? Nein, 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 nein! Los, Sirana, nimm meine Zuckerstange an. Oh, ich hab keine mehr. Never mind. Okay, tschüss. Warte, ich kann jetzt ihn abgeben. Naja, alles gut. Ich habe jetzt schon 20 Stück gegeben. Das muss für heute reichen. Ich will ja nicht, dass sie einen Zuckerschock bekommt. Ja, dann hüpft die so hyperaktiv hier durch die Gegend. Als würde man Rosemarie einen Fisch geben. Und das muss ja auch nicht sein. Oh, wir haben Winter den 14. Ja, ich soll... damn. Ich guck mir stattdessen mal ihr Haus an. Und, ja. Schau mir das mal von innen an, was wir da letztens fabriziert haben. Ein bisschen düster. Ist ein Argument. Die Fackeln haben wir Gott sei Dank noch einstecken. So, wir platzieren erstmal ein paar... Dass wir überhaupt was sehen. Aber gefallen tut es mir trotzdem. I approve that. So, den Sand haben wir natürlich noch dabei. Weil wir müssen einmal hier hoch, um da oben das Ganze noch ordentlich abzuschließen. Yep. What the fuck? Warum bin ich da jetzt runtergefallen? Ja, du lachst, aber das ist gefährlich. Nachher kriege ich hier noch Fallschaden. So. Jetzt sind wir da. Wir sind angekommen. Du. Ja, ich muss weiter darüber. Du. Einfach mal ein bisschen Sand anbauen. Der gute Sandanbau. Da kann man schon mal Sand anbauen. Jupp, und... So. Jetzt dürfte alles zu sein. Dann... können wir hier ganz entspannt den Sand wieder mitnehmen. Sand, 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 Sand. So. Ich habe eine Idee. So. Moment. Da müssen wir zumachen. Sonst endet das nicht gut. So, jetzt ist alles. Da kommt noch ein bisschen Kälte rein. Da zieht's. Ich merke das. Nicht da. Der.
Sondern da. Ah, wie laufen deine Annäherungsversuche mit Emilia? Gut. Okay. Sie hat mir noch nicht erzählt, dass sie ausziehen will. So, das heißt, da haben wir... Oh, hier könnte man eigentlich auch zumachen. Gut, wir können sie auch offen lassen. Die Frage halt, was wir hier draußen machen. Wollen wir hier auch ein bisschen zumachen seitlich? Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder ob man wirklich sagen, wir machen hier eine Eingangstür hin. Jetzt mal hier. Um muss, um hier hoch zu gehen. Ich weiß es doch auch nicht. So, wir testen mal, was passiert. Wenn wir den hier... Krass, man kann es tatsächlich, wenn man es auf nicht zerstörbar stellt, kann man es nicht zerstören. Krasser Shit. Was kann man nicht zerstören? Den Briefkasten kann ich hier gerade nicht zerstören. Mhm. Wird da was gelernt? So, hier können wir noch ein paar Bretter versenken tatsächlich. Also Regale. Um dann was draufzustellen. Ich weiß nicht, so ein bisschen Wolle. Ja, nicht alle. Jeweils eins. Was? Ich finde, die sehen lustig aus. So. Ein bisschen Wolle. Wir hatten nur zwei Regale. Gut, aber ich glaube, das reicht erstmal für das Haus von Cyrana. Da müssen wir erstmal nicht mehr so viel machen. Interessant wird es, wenn es Level 2 wird und wir noch ein paar mehr Items reinpacken müssen. Hübchen! Dann würde ich halt weitermachen, um da zu gucken, wo wir es am besten platzieren. Nicht, dass wir jetzt irgendwas enger bauen und das dann kritisch wird. Ein Pilz. Flop. Klack, 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 klack. Hi, Scout. Scout strahlt nur so vor Lebensfreude. Deinem Hund geht's gut. Das freut mich. Flupp. Einmal drüber gesprungen. Schon den Pilz einsortiert. Das heißt aber auch, wir können das erstmal draußen lassen. Komm mal kurz zu mir. Warte mal ganz kurz. Ich räume nur ein, zwei Sachen noch aus meinem Inventar raus. Dann mache ich mich auf den Weg. Wo bist du? Auf meiner Farm. Auf deiner Farm. Am Eingang. Am Eingang, ja. Also komm mal den Eingang lang, nicht über die Bäume. Okay, Eingang entlang, nicht über die Bäume. Das kriegen wir hin. Einfach mal hier dem Weg folgen. Hallo Eris. Hier abbiegen. Dann hier rüber. Run. Ein Zuckerstangenweg. Sehr weihnachtlich, sehr weihnachtlich. Finde ich cool. Wird jetzt nur noch so eine Lichterkette. Ich habe es gerade gedacht und habe überlegt, gibt es in diesem Spiel eine Lichterkette, aber ich bezweifle, dass irgendwie, dass es eine gibt. Also ich wüsste zumindest nicht, dass es eine gibt. Daher gehe ich davon aus, dass es auch keine gibt. So. Ja. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen was abgebaut. Damit wir hier eine Grünfläche machen können. Für unsere kleinen Tierchen. Mit der Sense Dinge abbauen wird schwierig. Warum habe ich die Axt nicht da hochgetan? Und da wird ausgeholt und bam, weg damit. So, da muhen die Kühe schon im Hintergrund. Das ist ja herzallerliebst. Herzallerliebst. Wir können auch so einen kleinen Wanderpfad noch machen, der einfach in die Berge führt. Das ist wieder Erde. Da brauchen wir die Schaufel. 2 Millionen verschiedene Werkzeuge für alle Dinge. So mag ich das, wenn ich singe. Ich weiß es nicht. Ich habe erstmal so ein bisschen die Blumen oben drauf entfernt. Ich bin mir noch nicht so sicher tatsächlich. Okay. Und einfach mal ein bisschen
ein bisschen buddeln. Blub. Und ein bisschen buddeln, das macht Spaß. Buddeln, tralalalala. So, oh, das ist ein Stück Holz. Hopp, da wird das Holz weggehauen. Einfach mit der Axt auf das Holz drauf und das Holz ist weg. Hopp. Lob, 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 lob. Erde abbauen für Anfänger. Einfach mal die Schaufel dranhalten und gucken, was passiert. Wir begrüßen alle Neulinge im Erdabbau. Herzlich willkommen bei erdabbau24.de, Ihrem Vertragspartner für den guten Erdabbau. So. Klack, klack. Nimmst du dir? Danke. So, brav. Brav, brav, brav. Ja, die Hühner beobachten das auch ganz ordentlich. Man will ja nicht, dass den Hühnern langweilig wird. Deswegen muss man den Hühnern auch eine gewisse Art von Entertainment bieten. Eine gewisse Art. Auch wenn es nur ist, dass man ja Erdabbau abbaut. Ja. Hühner stehen auf sowas. Das ist immer noch besser als alles, was auf dem Hühner-Channel normalerweise läuft. Weil Hühner sind in der Unterhaltungsindustrie einfach schwächer, sagen wir es mal so, als wir Menschen. Und dementsprechend ist das für die sehr atemberaubend, wenn Erde abgebaut wird. Da müssen die natürlich dann auch hingucken. Man sieht ja sonst nichts. So, wir könnten tatsächlich das so ein bisschen... Hier ist der Bärenberg. Oh, da ist ein Stück Holz. Da auch. Da auch. Und da auch. Gibt ein bisschen Rohholz. Das ist in Ordnung. Und damit können wir leben. Ich würde den gern. Machen wir so hier. Und. Ja doch. Das geht schon klar. Ich glaube, das geht schon klar. Wenn der so ein bisschen größer ist. Ich meine, wir müssen auch mal in anderen Dimensionen denken, ja. Die Stadt hat uns lang genug eingeengt. Wir müssen uns vergrößern. Genau. Der Mut, eine Kuh im Hintergrund zur Bestätigung. Sehe ich auch so. Wenn die Kuh das schon sagt. Ich meine, gut, um den ihr Freilaufgehege geht es. Da würde ich natürlich als Kuh auch sagen, ja. Ich will große Fläche. Ich will mich austoben können. All diese Dinge. Aber auf der anderen Seite, warum sollte eine Kuh lügen? Kühe können gar nicht lügen. Kühe sind unwidersprechlich ehrliche Wesen. Das ist ja wohl klar. Klub, klub, klub. So. Ja. Mike, wo bist du? Hä? Wo bist du? Die Prinzessin ist hier in unserem Dorf. Oha. Da hinten, stimmt, ich sehe sie auch. Ah, jetzt sehe ich auch dich. Der Icon ist nur viel größer als deins. Aber die spricht wahrscheinlich genauso wenig wie der Prinz mit mir. Ja, der hat bloß gesagt, dieser Blödmann. Ja, weil er dir wahrscheinlich die Eheringe gegeben hatte. Ja. Der Idiot. Hui. Schlafen? Können wir machen. Hört sich gut an. So, schlafen ist immer ganz praktisch. Ja. Hat bringt neue Energie. Hui, flupp. Ab ins Bett. Darauf einen Schluck Kaffee. Die Tischsäge wird automatisch kraften. Ist aber langsamer, als wenn du es selber machst. So, Leben ist hart. Und es regnet schon wieder. Ja. Das ist ein verregneter Winter. Das ist ja fast wie im echten Leben. Hat es bei euch dieses Jahr schon geschneit? Kurz. Bei uns auch. Also an einem Tag hat es geschneit, das war aber abends schon wieder komplett weg. Ich habe morgens ganz brav den Gehweg freigeschaufelt. Und ja. Abends war alles geschmolzen. Und ich dachte mir so, yo, warum habe ich das getan?
Aber gut, das ist niemand auf die Fresse geflogen, das ist die Hauptsache. genau so. Das ist, ja. Annabelle ist beschäftigt. Hör auf, die Wand abzulutschen. Ja, du lachst, aber nachher ist das, weiß nicht, löst sich da ein bisschen Asbest raus oder so, wer weiß, was ich hier für Baumaterial genommen habe. Und dann ist das nicht gut für die arme Kuh. Moment, ich sollte wissen, was für ein Baumaterial ich genommen habe. Da ist kein Asbest drin. Freddy. Eigentlich musst du es selber wissen. Ja gut, ich hatte damals sehr dubiose Quellen, wo ich mein Baumaterial herbekommen habe. Licher, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ja, ganz komische Frau. Ganz dubios. Die, ja, also da muss man ab und zu mal aufpassen. Die hat mir auch schon Dinge verkauft, wo ich nur dachte, nee. Beispielsweise blaue Ziegel, ja. Die ich online gekauft habe, sahen ganz anders aus. Also entweder habe ich da die Ware aus China bestellt, ja, die Fake-Ware, oder Alicia hat mir einfach Mist verkauft. Und da ich dem Internet absolut traue, muss es Alicia gewesen sein. Dementsprechend, oh, die Bienen sind schon wieder reif. Damn, Bienen, hört auf, so viel Honig zu produzieren. Da. Sehe ich den Smoker vor lauter Bäumen nicht? Ein Sapling. Sollte mal wieder ein paar Bäume einpflanzen. Smoke bees every day. So, ein bisschen Biene. Und die Bienchen, die bekommen Smoke ab. Und wenn die Bienchen Smoke haben. Kommt schon, ja. Der Honig muss in ein Glas gefüllt werden. Spiel, hör auf mir vorzugeben, wie ich meinen Honig abfüllen muss. Unerhört. Aber okay, ich mach's ja schon. So. Boah, ich muss was ausprobieren. Was denn? Man kann ja Wasser in Gläser füllen. Ja. Und ich frag mich, für wie viel man ein mit Wasser gefülltes Glas verkaufen kann. Okay, es geht nicht an der Spüle. Okay, man kann scheinbar kein Wasser mehr in Gläser füllen. Ah, doch, man muss nur, es dauert nur länger. So. Okay, ein wassergefülltes Glas kostet, wird für 9 verkauft. Gut, das lohnt sich dementsprechend überhaupt nicht. Dann trinke ich es halt leer. So. Gerade schon gedacht, man könnte einfach Wassergläser fabrizieren. So, das haben wir ordentlich eingepackt. Jetzt tun wir mal noch ein paar Sachen aus dem Inventar. Wobei, die könnten wir natürlich auch verschenken. Ich glaube, das sind ein paar Sachen, die wir Farmfällen schenken. Ah, Honig. Warum nicht auch Honig? Ich meine, wir haben eh viel Honig. Mit den seltenen, ach, auch den seltenen Pilz. Farmfan kann alles gebrauchen. Farmfan, ich hab Dinge. Diese Milch ist für dich. Ist ziemlich nützlich, ich weiß. Auch diese Milch ist für dich. Auch die ist nützlich. Natürlich. Was denn sonst? Yep, auch das ist für dich, Farmfan. Mhm. Mehr für dich. Mehr für dich. So mag ich es. Das ist auch für dich, natürlich. Ein Bacon, der ist auch für dich, natürlich. Oh, nein, dies nicht. Die Wolle ist tatsächlich nicht für dich. Es tut mir leid, aber du kriegst einen Honig. Ja? Oh, ich habe nochmal auf Nö gedrückt. Das ist so. Puh. Ich weiß, Honig ist für dich auch ziemlich nützlich. Alles nützlich. Farmfan mag alles. Gut, und das... Ah, damn. Regale, gab's Regale bei Alicia? Ich glaube nicht, oder?
Einmal live. Live hat Regale. Also die, ja. die nicht die Bücherregale, die Bretterregale. Die hat er, glaube ich, nämlich nicht. Das sieht schlecht aus. Ich glaube, die muss man tatsächlich online bestellen. Da ist der Einzelhandel nicht gut genug sortiert für. Aber gut. Die Folge ist vorbei. Dementsprechend euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Wünsche, Fragen, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ja, morgen um 13 Uhr kommt die nächste Folge. Da bestellen wir Regale. Das wird spannend. Nein, die bestelle ich jetzt noch. Bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Haut rein. Bleibt gesund und bye bye. Tschüss.